Wir sind bei unserem Campingplatz angekommen. Der Camping, letzte. Der letzte tatsächlich, definitiv ja. Der letzte. Camping Matli heißt der, oder Matli. Der ist hier mitten in den Bergen. Wir sind gerade durch den Gotthardtunnel gefahren. Ich glaube, der meiner stand 16 Kilometer Wälder lang. Und danach sind wir direkt raus in die Berge und jetzt sind wir hier. Und was soll ich sagen, es ist fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Und glaub, neben uns steht ein Hammer. So ein Auto muss man natürlich hier haben, klar. Ich hab gedacht, als du Blick auf. Hast, oh, guck mal, ein Hammer. Da liegt ein Hammer, den man benutzen kann, zum Heringe reinhauen. Ja, Gesa dachte, der Hammer ist ein Werkzeug. Der Hammer ist eine fette Karre. Ja, andere Richtung, der Blick. Total crazy. Also super schön hier, unglaublich. Da drüben, auf der anderen Seite, da stehen die Zelte und wir gehen gleich mal darüber und suchen jetzt einen Platz aus. Der Check-in ist erst in ein paar Stunden, ab 18 Uhr. Jetzt ist hier 12:30. Perfektes Fotopanorama, echt richtig extrem schön hier. Meine Güte. Das hier ist der Platz. Hier können wir uns jetzt irgendwo unser Zelt aufbauen. Um 18 Uhr kommt der Platzwart und bei dem können wir dann einchecken. Ist auch nicht teuer. Wie 8 Euro pro Nase oder so. Wahrscheinlich zahlen wir am Ende, weiß ich nicht, 25, 30 pro Nacht. Also das geht total klar. Und ich meine... Ah, oh, guck mal, Isas Haare wehen im Wind. Für den Blick? Oh ja. Isas Haare wehen im Wind. Der Blick ist einfach hier der Wahnsinn. Eine Nacht ist viel zu wenig. Jetzt suchen wir erstmal hier einen Platz für unser Zelt. Quartieren uns ein und dann machen wir eine kleine Wanderung in die Richtung da. Hatte schon gecheckt. Der Wanderweg scheint auch direkt hier am Campingplatz anzufangen. Passt alles perfekt. Oh Mann, ist das geil hier. Bevor es losgeht, müssen wir dann doch noch eine Kleinigkeit essen. Das ist unser Mittagstisch. Wir bereiten gerade was vor. Und es ist wunderschön hier. Unglaublich schön. Mega Campingplatz. Super ausgewählt, Markus. Dankeschön.